cool. Und so schön kuschelig. Ja, hallo, Sommereinbruch im Frühling hier in Leipzig. Wir haben heute zwei große Events hier. Einmal das Starspiel der Traditionsmannschaften RB gegen Hoffenheim und selbstverständlich die lange Nacht der Computerspiele. Jetzt ratet mal, wo wir sind. Natürlich nicht beim Fußball. Und neben mir ist, wie schon mehrmals, der Sascha, wo ist Toni? Hast du dem nicht Bescheid gesagt? Okay, wir holen jetzt erstmal Toni. So, jetzt haben wir ihn gefunden, den Toni. Heute ohne Noobs-Shirt, sondern was ist Jet Bros? Jet Bros ist unser Spiel, was ich mit meinem Bruder zusammen gemacht habe. Und dann sind wir heute lange nach der Computerspiele und präsentieren unser Spiel. Springen, schießen, Waffe wechseln. Das ist ja schon ein bisschen Retro-Stil. Ja, deswegen sind wir scheinbar auch in der Retro-Ecke gelandet. Und nicht in der Indie-Entwickler-Ecke. Oder wir sind einfach schon ein zu krasses Entwicklerstudio. Dass wir nicht mehr in die Indie-Entwickler kommen. Aber jetzt ist sie ja schon tot. Das Spiel ist halt wirklich sehr, also die Level sind sehr lang. Da sitzen wir natürlich eine ganze Weile dran. Ja. Ich brauche ungefähr 20 Minuten für Level 1. Was hältst du von der Idee? Ihr stellt uns als Nerdzig zwei Download-Codes zur Verfügung. Zwei Download-Codes, ja. Und wir machen ein kleines Gewinnspiel. Leute, ihr habt die Möglichkeit, ein paar Download-Codes von den heute hier vorgestellten Spielen zu gewinnen, indem ihr schlicht und ergreifend unten in die Kommentare reinschreibt, wo dieses Spiel erstmals in Leipzig groß auf einer Veranstaltung angekündigt wurde. Wenn ihr genau aufgepasst habt, wisst ihr es. Ja, wer das macht, gibt es zwei Steam Keys. Für Steam. Ich fühle mich gerade übrigens unendlich jung. Ein Zip-Laufwerk, Alter, ein Zip-Laufwerk und ein 486er mit Megahertz-Anzeige. Wie geil, Mann. Habt ihr die gesehen? Die 66 Megahertz-Anzeige? 66 Megahertz. 66 Megahertz. Das hast du damals noch angezeigt bekommen. Bist du, hast den Turbo-Knopf gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob der schon drin ist, der Turbo-Knopf. Das ist so geil. Ah, gleich noch ein Foto machen. Mal ein bisschen aufnehmen. Oh, ja. Also das Geile an diesen... Das Geile an diesen Zip-Laufwerken ist ja 100 Megabyte Speichermedien. Mein 100, lass dich mal reinziehen. 100. Ja, damals hat man vielleicht eine Festplatte drin gehabt, die 100 hatte, wenn überhaupt. Ja, es war schon ziemlich krass, ey. Meine erste Festplatte hatte 260 Megabyte und alle haben mich gefragt, was ich mir zu viel will. Das kriege ich doch niemals voll. Ey, Thomas, warum bist du jetzt hier hingerannt wie so ein Wahnsinniger? Das ist Wahnsinniger. Descent. Das ist Descent. Das war damals ein Meilenstein, als das rausgekommen ist. Ich meine, du hast hier tatsächlich ein Level-Design, was in alle Richtungen geht. Du hast einen Gleiter, der halt auch in alle drei Dimensionen steuerbar ist. Ja? Wie man hier sehen kann, die Level sind dreidimensional einfach. Das heißt, du hast mehrere Etagen übereinander. Und du hast auch, Moment, irgendwie ging es doch, dass man auch das Raumschiff rollen konnte. WASD war damals schon und jetzt wird die Vulkan eingesetzt. Oh, geil! Also den kriegt man davon jetzt nicht mal weg. Das dauert jetzt noch mal 2 Stunden oder so, bis wir weitermachen können. Schön, dich wieder zu sehen. Ist ja ein bisschen her seit der CGC.
wo wir schon mal über dieses Spiel gesprochen haben. Ja? Und heute war Steam Release. Habe ich das richtig verstanden? Gestern sogar schon, ja. Cool. Und wie läuft es bisher? Gab es schon den ersten Verkauf? Ich hoffe es. Das Problem ist, Steam updatet das Ganze erst mal ziemlich spät. Also ich habe immer noch keine Zahlen, aber ich hoffe es. Ich habe es mir ja schon vorher ein bisschen angeguckt mal, wie gesagt, bei der CGC. Und ich denke, es sollten schon mehr Leute spielen. Was hältst du davon? Zusammen mit dem Video, jetzt hier, was wir jetzt gerade, ne, was ihr seht, verlosen wir einfach mal 2 Download-Codes. Mhm. Mit dabei, bist du dabei? Ja, klingt auf jeden Fall gut. Okay, ihr müsst einfach nur sagen, wo dieses Spiel, auf welcher Veranstaltung in Leipzig, große Veranstaltung, renommierte Veranstaltung, wo dieses Spiel schon mal präsentiert wurde. Einfach unten rein und dann könnt ihr eins von den heute präsentierten Spielen gewinnen. Also generell ist es ja immer gut, die ganze Zeit zu sliden, weil du hast ja keinen Nachteil davon, oder? Genau. Außer was im Weg. Ja. Ja, ich merk's. Da war was im Weg. Das ist natürlich. Also ich finde es tatsächlich vom Style ziemlich cool. Also es ist nicht ganz so pixelig, dass es jetzt wie 8-Bit ist. Ja? Und man merkt halt, dass da schon echt eine Menge Liebe im Detail drin steckt. Wobei bei meinen Künsten würde ich tatsächlich gerne mal mehr von den Details sehen. Zum Glück habe ich bei dir, Toni, gerade noch ein paar Sachen mehr sehen können. Vor allen Dingen, wenn man das althergebrachte mit was Neuem und Innovativen einfach mal kombiniert. Und das ist hier. Schöner Tag geht zu Ende und für uns war es definitiv wesentlich erfolgreicher und spaßiger als RB bei seinem Heimspiel, diese Loser. Kauft euch Jet Bros. Genau, Jet Bros. Gewinnspiel habt ihr mitgekriegt, wenn nicht, guckt euch das ganze Video nochmal an. Sag mal, weißt du, was ich ziemlich geil fand gerade? Ja. Dieses Case, wo das Blut dran tropfte oder diese Frau daher tanzte. Ja, das Gehäuse war schon mega geil, Leute. Also das habe ich so noch nicht gesehen und ich glaube, es gibt es auch tatsächlich noch nicht, dass ein Display in den Gehäuse eingebaut ist. Und da gibt es da sogar tatsächlich noch eine Crowdfunding-Kampagne. Jo, und ich denke, Sascha ist jetzt so nett, wenn ihr euch das mal angucken wollt, hier unten. Ja, jetzt wird es eingeblendet. Danke, Sascha. Wenn auf die Seite einfach mal gucken. Ist geil. Wenn es das schon gibt, die Kampagne, die kommt ein paar Wochen raus. Ja, also stimmt, ein, zwei Wochen müssen wir gucken, wir wissen es nicht genau. Aber auf jeden Fall, das zu unterstützen, wäre richtig geil. Ja. Aber ansonsten war es richtig nice, so ziemlich retro. Gerade du hast ja die ganze Zeit immer gesagt, oh geil. Ja, ich habe mich 30 Jahre in die Vergangenheit zurückgesetzt gefühlt. Okay, dann, ja, das war's. Du gehst noch wieder zurück an deinen Stand, sorgst dafür, dass es läuft mit Jet Bros. Ja, wir müssen was verkaufen, müssen wir Geld verdienen. Und ich gehe ins Bett.